Er ist ein Lichtblick. Max Neuhaus, neu zu Haus bei den Eulen Ludwigshafen und auf Anhieb eine Stütze. Dass aber nicht mehr als ein Sieg aus 5 Spielen heraussprang, konnte auch der Rückraumspieler nicht abwenden. Auch bei den Füchsen gab es am Sonntag eine deftige 19:29 Pleite. Aber Neuhaus selbst glänzte, war mit 5 Treffern bester Torschütze der Ludwigshafener. Gut, gestern hätte ich mir gewünscht, dass noch 2-3 Bälle mehr reingehen. Und natürlich, dass wir auch einen Punkt mitnehmen. So stehen die Eulen aber weiterhin bei nur 2 Punkten. Bedeutet in der Tabelle Platz 16, immerhin knapp vor der Abstiegszone. Das kann sich am Samstag allerdings ändern, denn mit dem TVB Stuttgart kommt ein direkter Konkurrent in die Friedrich-Ebert-Halle. Wir müssen die Punkte sammeln und da ist es wichtig, dass man in der Mannschaft einfach redet, sich nochmal abspricht, wie genau alles ablaufen soll. Bevor Coach Benjamin Matschke seine Jungs aber auf das wichtige Ligaduell gegen Stuttgart einstellt, geht's morgen erstmal im Pokal-Achtelfinale zum Zweitligisten ASV Hamm. Und einen Vorteil hat der Chef in der Spielvorbereitung erkannt. Es ist schon so, dass wir jetzt Parallelen suchen in beiden Partien, um einfach vom Matchplan her, was wir in beiden Spielen präsentieren wollen, dass wir das auch wirklich stabilisieren und gut hinbekommen. Stabilisieren muss sich auch Neuhaus noch. Sein Potenzial hat er zwar schon angedeutet, noch ist die Wandlung vom Junioren-Nationalspieler zum gestandenen Bundesliga-Profi nicht vollendet. Er wirkt sehr unbekümmert. Alles, was er macht, macht er mit 100%. Gut, dass der ein oder andere Fehler oder gedankliche Fehler noch da ist, ist normal. Die werden dem 20-Jährigen aber noch verziehen. Neuhaus selbst weiß, wie viel er von seinem Coach noch lernen kann. Mir geht es ja darum, auch mich weiterzuentwickeln. Ich denke, dass ich unter Ben auf jeden Fall richtig gute Möglichkeiten dazu habe. Und ja, ich bin zufrieden. Das ist er auch mit seinem Wechsel. Das Talent kam vom SC Magdeburg 2 an den Rhein, wird bis voraussichtlich 2021 das Eulentrikot tragen. Liga unabhängig. Damit diese Klausel aber gar nicht erst zum Thema wird, brauchen die Eulen mehr als nur den Lichtblick Max Neuhaus.